Hallo und willkommen zurück bei Fallout 4 im Vault 75, wie man oben links ganz gut lesen kann. Ja, und wir sind hier in einem Klassenzimmer und die Obenlandhelden haben wir ja schon in der letzten Folge durchgelesen. Jetzt schauen wir mal, was der Unterricht denn so hergibt. Heutiger Unterricht K8, was auch immer das heißen mag. Fehler, keine Datei gefunden. Lehrplan K8, Fehler, Datei nicht gefunden. Okay. T12. Dasselbe Problem. Und wie sieht's bei dem hier aus? Oder Datei im falschen Kontext gespeichert. VT3291. Aha. Okay. Also alles relativ schnell abgearbeitet jetzt. Und dann schauen wir mal weiter. Schauen wir uns hier ein bisschen um. Da drüben geht's zum Oberseher. Kommen wir da irgendwie von hier aus hin? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal andersrum. Eieiei, also wir haben noch so viel zu entdecken. Das ist schon ziemlich lustig. So, wo sind wir hier? Das sieht aus wie die Schlafräume. Ah, da werden also in gewisser Weise ein paar Erinnerungen wach, wenn ich an Teil 3 von Fallout denke. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Was ich nur verdächtig. Oh. Piper. Piper. Bei Fuß. Wo sind die Alte? Piperlein. Na super. Ja, wisst ihr was? Dann schmeiße ich mal die Automatikpistolen hier raus. So, zick, zick, zick. Und schon haben wir da ein bisschen mehr Platz. Ja, da haben wir ja als Kind begonnen seinerzeit und ja, da waren wir ja auch in so einem Kinderzimmer. Und aber die ganze Munition, die hier so drin ist, warum ist hier so viel Munition in den Dingern? Frag ich mich. Das Bett will ich jetzt nicht benutzen. Nein. Bergbauhelm. Da haben wir einen Wecker. Den Wecker können wir mal wecker lassen. Machen wir hier mal Licht an. Das ist geplündert. Das ist geplündert. Den Spielzeugtruck können wir mal Spielzeugtruck lassen. Ja. Mehr gibt's hier nicht. Gehen wir mal wieder raus. Zumindest scheint die Performance hier Probleme zu haben. So viel kann ich schon mal sagen. Fusionszellen und eine Laserpistole packen wir direkt auch mal nochmal mit ein. Property of Vortec. Und hier haben wir noch ein Kinderzimmer. Kommode. Eine Golduhr. Aha. Was haben wir hier? Teddy. Ein sauberer Globus. Ach nee, jetzt bin ich schon wieder überladen. Ach, leck mich doch. Tja. Dann schmeißen wir die auch mal raus hier. Die Munition haben wir ja. Hauptsache, wir sind wieder leichter. Wo ist denn die Piper, verdammt? Die sich verlaufen oder was? Piper! Wieso bist du denn da unten, Piper? Komm mal her. Hey. Hallo, Piper. Und zwar, halt mal ein bisschen was hier, zum Beispiel das da und wie viel kosten denn die Mollos? Gewicht. Oh, wisst ihr was, hier kriegst du mal 10 Stück von mir, das sind direkt mal wieder 5 Kilo mehr Platz. Das Sturmgewehr, ja, super, Piper ist auch voll. Na, ganz toll. Hoffe ich mal, dass ich bald hier rauskomme. Patronen. Ja, damit ich bald ja mal hier rauskomme und dann halt. Also geht das mal hochgegangen. Da oben war ja nichts mehr. Da haben wir ja alles mitgenommen. Und jetzt können wir mal zum Reaktor gehen. Mal sehen, was uns da noch so über den Weg läuft. Wer? Da oben haben wir einen Gunner. Hallo? Gunner? Da. Oh, Level 25 erreicht. Und dadurch eine Trophäe freigeschaltet. Das ist ja mal geil. Level up. Tja, wo setzen wir das denn mal rein? Setzen wir das mal bei Charisma ein für Lady Killer? Ich meine, das klingt doch mal sehr interessant. Du bist charmant und gefährlich. Frauen allein, 5% mehr Schaden. Mal überlegen. Oder sag mal, gehen wir auf Wiederverwerter. Das kann auch nicht so verkehrt sein eigentlich. Lokaler Anführer müsste ich eigentlich auch mal machen wegen diesen Versorgungsrouten, aber wir machen bisher so ziemlich wenig damit.
mysteriöse Fremde. Ja, mehr Kronkorken. Wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Beweglichkeit brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ja. Ja, da würde man mehr Schaden mitmachen, aber boah, wir können das doch nicht alles nehmen, ne? Dafür müssen wir Level 30 sein. Bessere Preise beim Händler. Ich würde sagen, das ist erstmal eine gute Idee, oder machen wir das? Also entweder das oder das. Eins von beiden. Ich würde sagen, erstmal den Händler. So. Haben wir wieder ein Level Up. Will einer schaukeln? Na, na. Piper, willst du dich da reinsetzen? Dann schaukeln wir eine Runde hier. Nicht? Na gut. Auf jeden Fall ist das hier eine Art Spielplatz. Oder ist ein Spielplatz. Ziemlich düster ansonsten hier. Kommt man da irgendwie rauf? Scheint nicht so zu sein, ne? Probiert nochmal von der anderen Seite. Aber wieso, wieso steht hier... Stand doch Reaktor. Aber hier ist doch nichts mit Reaktor. Hier ist doch nur... Hier ist doch nur... Hä? Wollt ihr mir jetzt erzählen, dass der Spielplatz beim Reaktor war? Alter. Wer hat das denn gebaut? Naja, spielen die Kinder halt neben den Nuklearreaktoren. Also... Mein Gott, was soll schon passieren? Ich frage mich, ob diese Gunner, die wir hier finden die ganze Zeit, oder die Kinder halt, die Gunner heißen, ob das die Kinder sind, die einst hier waren und... hallo? Das war jetzt irgendwie strange. Ob das einst die Kinder waren damals, würde mich ja interessieren. Moment, da haben wir ein paar Kronkorken. Die können wir noch eben mit einstecken. So, oder sind sie das nicht? Also bisher haben wir wenig Informationen darüber. Bei der Security werden wir bestimmt noch das ein oder andere finden. So, probieren wir es nochmal. Und dann wären wir drüben. Bringt nichts. Nicht ohne die Karte. Okay. Die haben wir nicht, die Karte. Aber jetzt können wir hier noch alles ein bisschen plündern. Was haben wir hier noch? Handschellen. Ja, die würde ich immer gerne mitnehmen. Zeiten erlebt, was? Ja, yep. So, dann mal auf zur Security. Das hätten wir alles geregelt hier. Hier können wir nichts mehr machen. Moment, was liegt da drin? Eine Fotoapparat. Piper, falls du den haben willst, nimm mit. So, dann mal durch hier. Juhu. So, da wären wir durch. Im Security-Bereich. Und ich habe das Gefühl, dass wir hier noch das ein oder andere erfahren werden. Muss die Karte finden. Okay, da brauchen wir auch noch eine neue Karte. Ich mache hier mal alle Tore auf. Damit ich bei einer möglichen Flucht, die ich vielleicht tätigen muss, nicht noch hektisch durch die Gegend stolper. Jetzt schaue ich mal, wo ich hier lande. Okay, hier haben wir also auch noch Gunner. Wir sind hier nicht allein, Blue. Durchladen. Ja, den können wir einfach mal so auseinandernehmen. Oh, das ist ja noch einer. Oh, das ist ein legendärer Gegner. Den müssen wir auf alle Fälle... Oh, 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 oh. Da muss ich ein bisschen anders rangehen an die Sache. Wow. Erstmal die anderen Gunner hier alle erledigen. Bevor wir uns an den Legendären da hinten machen. Den wir da ganz kurz gesehen haben.
Okay, hier haben wir auf jeden Fall schon mal mit ein paar mehr Gegnern zu tun. Na, komm schon raus da. Komm raus, mein Gunner. Okay, dann gehe ich halt so auf dich zu. Und Ruhe hier. So, das ist kein Terminal. Hier, der hat noch reichlich Munition dabei. Und, Alter, haben wir den erledigt? Nee. Eigenartig. Ah, da ist er ja. Okay, der legendäre mutiert. Jetzt müssen wir da noch hier, also noch eine. Ja, der ist eigentlich relativ easy going. Nicht sehr beweglich. Und nein, aua, aua, wo kommt das denn her jetzt? Moment mal eben kurz. Auf jeden Fall ist der legendäre erledigt. Aber wo kam denn jetzt bitte schön das Feuer her? Noch ein Gunner. Ja, wo willst du denn hin? Auch erledigt. So. Da haben wir die Verwaltungskarte und ein Springmesser. Ziel Blut und allein 25 Punkte zusätzlichen Schaden. Ja gut. Das können wir natürlich trotzdem verkaufen. Und jetzt muss ich mal eben schauen. Ja, das ist ein bisschen besser, aber wirklich nur geringfügig. Da haben wir noch ein paar Stimpacks. Was haben wir hier? Ah, jetzt sind wir oben drin. Also die müssen uns schon gesehen haben, als wir da unten unterwegs waren. Oh, eine Wackelpuppe. Wissenschaftswackelpuppe. Du erhältst beim Hacken einen Extraversuch. Ja, warum auch nicht? Immer her damit. Und hier die Gute, die hatte auch noch einiges mit dabei. Hervorragend, da haben wir jetzt einiges hier erledigt. Aber hier schauen wir uns natürlich noch ein bisschen um, bevor wir weitergehen. Das hatten wir, glaube ich, schon. Dann, okay, gehen wir mal. Ja, das ist der untere, die untere Ebene. In diesem Forschungsbereich oder was das ist hier. Was ist denn hier nur passiert? Frag ich mich. Ja, den Tischventilator können wir Tischventilator sein lassen. Schon geil irgendwie. Okay, das ist jetzt relativ schnuppe. Da haben wir noch ein paar Stimpacks. Und hier haben wir noch ein Forschungsterminal. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. AE1, Test of Aerobic Test. Forscherrichtlinien Aerobic Test. Diese Station ist dazu gedacht, die Fitness und die Herz-Kreislauf-Systeme von Testsubjekten zu messen und zu verbessern. Als Verantwortlicher für das Laufband passen Sie die simulierte Steigung und Geschwindigkeit des Laufbandes an, um die gewünschte Zielwerte beim jeweiligen Testsubjekt zu erreichen. Sobald die Zielwerte länger als 60 Sekunden durchgehalten werden, steigern Sie die Werte nach und nach, bis die höchste Herzfrequenz erreicht oder übertroffen wird. Naja. Herzfrequenz, Richtlinien. Alle Subjekte. Alter, minimal, Ziel, optimales Maximum. Also die wollten hier die Kinder echt über das Leistungsmaximum hinaus züchten. Inakzeptabel, testbar, Risiko beenden. Herzstillstand, Tod. Ach nee, was? Akzeptabel, Test fortsetzen. Muskelzerrung, Übelkeit, Erbrechen, Bewusstlosigkeit. Okay. Forschungsunterlagen. Nina. Nina würde es nicht glauben. Ich bin wirklich Teil des Forschungsteams. Wir dachten immer, dass ein paar Erwachsene im Vault bleiben müssen, um den Aufseher bei der Arbeit zu unterstützen. Auch wenn wir sie nie gesehen haben, und ich hatte recht, nicht jeder muss an die Oberfläche. Sie sagen,
dass ich hier nützlicher wäre als das. Das passt mir prima. Ich wünschte, es gäbe einen Weg, sie wissen zu lassen, dass ich noch da bin und sie beobachten kann. Sie wird in 2 Jahren ihren Abschluss machen. Vielleicht kommt sie ja auch ins Forschungsteam, wenn ihre Bewertungen gut genug sind. Interessant, interessant. Also die haben von diesen Kindern auch welche ins Forschungsteam gerufen. Und das wussten die anderen aber nicht. Ach, jung zu sein. Der Abschluss ist erst ein paar Monate her. Aber ich fühle mich schon so viel erwachsener als die Kinder, die ich jeden Tag überwache. Rohit und James reden immer noch davon, den Vault zu übernehmen, als ob niemand mitbekommen würde, was sie da bereden. Robbie und Becca schleichen sich immer noch raus, um Treibstoff zu schnüffeln. Auch das entgeht uns nicht. Sie werden es nie ins Forschungsteam schaffen, so wie ich. Ich bin nur froh, dass ich Nina noch im Auge behalten kann. Ihre Bewertungen sind allerdings nicht allzu gut. Sie war eben nie sehr wissenschaftlich begabt, so wie ich es bin. Ihre psychischen Bewertungen sind aber mit die besten in ihrer Gruppe. Ich bin sicher, sie wird einem guten Team für die Oberfläche zugewiesen. Ich hoffe nur, dass ich sie vorher noch einmal sehen kann. Kurznotizen. Bereichsleiter Bissell hat heute Morgen einige Blätter aus dem Clipboard verloren. Er hat sie deshalb ziemlich aufgeregt und den ganzen Morgen nach Blättern gesucht. Dann hat er mich weitersuchen lassen, während er sich mit dem Aufseher getroffen hat. Er möchte offenbar nicht, dass jemand erfährt, dass er die Blätter verloren hat. Wie sich herausgestellt hat, wurden sie in einem Lüftungsschacht gesaugt. Ich konnte hören, wie die Blätter im Schacht herumgeflattert sind, aber ich komme nur an die Blätter, wenn ich nach unten gehe. Aber ich habe vorhin gesehen, wie Warwick sie aus dem Schacht da unten gefischt hat. Ich werde bisher einfach sagen, dass ich sie nicht finden konnte. Oh, ob das eine gute Idee war? Wartung des Schießstandes. Der Schießstand ist in einem wirklich schlechten Zustand. Ich habe den Aufseher gefragt, ob wir etwas Material bekommen können, um die Anlage wieder in Stand zu setzen. Aber sie hat mir gesagt, wir müssen mit dem auskommen, was wir haben. Dann hat sie mich daran erinnert, dass der Schießstand nicht einmal in meinem Verantwortungsbereich liegt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein Problem ist, wenn ich sie bitte, ein paar der besten Schüler Material bringen zu lassen. Aber sie haben wohl sehr viel zu tun. Außerdem ist es immer ein gewisses Risiko, wenn sie nach draußen geht. Vielleicht fragt sie ja zum Abschluss nächstes Jahr, wenn sie die Absolventen zur Oberflächentür bringt. Na dann. Äußerst interessant. Fakt ist, auch das Forschungsteam wusste scheinbar nicht alles über das, was hier in diesem Vault ablief. So viel lässt sich wohl schon mal sagen. Was haben wir denn da? Ein Äffchen. Ja, die Betten vom Forschungsteam vermute ich mal. Hier gibt es weniger Munition. Interessant, interessant. Gemütliches Kissen. Ja, das ist immer schön. Drüben ist noch was. Da haben wir einen Kronkorkenvorrat. Ja, Zigaretten und ansonsten nichts. Hier haben wir noch einen Spind. Alle schön einsacken. Piper hat sich's gemütlich gemacht. Ja, aber mehr scheint es hier jetzt auch nicht zu geben. Hier geht's nur wieder nach oben. Gehen wir mal auf die andere Seite nochmal eben ganz kurz, bevor wir in den weiteren Bereich gehen können. Was haben wir da? Psycho. Auch noch ein bisschen Zeug. Ja, so vollgepackt, wie wir schon sind. Also das ist schon... Ja. Vorne habe ich noch was gesehen. Dup, dup, dup. Auch mal mit eingepackt.
Gut, aber ich glaube, das war es dann wirklich hier in diesem Bereich des Vaults. Aber viele Antworten haben wir jetzt immer noch nicht bekommen, wenn ich ehrlich bin. Hoppala. Das wollte ich gar nicht. So. Wir haben jetzt die weitere Sicherheitskarte, die uns in den nächsten Bereich bringt, wo wir gerade nicht durchgekommen sind. Nämlich hier drüben. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was uns hier erwartet. Hallo? Einmal auf, bitte. Ja, und für den... Aua, auch hier. Bitteschön. Und noch einmal. So, der Gunner-Soldat ist erledigt. Das ging relativ fix. Wenn du willst, kann ich etwas für dich tragen. Nein, kannst du nicht. Du bist voll. Habe ich gerade schon probiert, Madame. Ah, Terminal des Chefwissenschaftlers. Da bin ich gleich mal richtig drauf gespannt. Das werden wir wohl jetzt auch als allererstes uns zu Gemüte führen, nachdem wir hier das alles eingepackt haben. Leeres Blutpaket. Eieiei, und da werden wir jetzt bestimmt so einiges an Antworten bekommen. Uiuiui. Vertraulich, vertraulich, vertraulich. Nur Chefwissenschaftler. Verstoß, VTP und so weiter. Hauptdirektive. Willkommen in Vault 75. Wie Sie aus dem vertraulichen Einweisungspaket wissen, ist Vault 75 eines streng geheimen militärischen Programms. Sie wurden aufgrund Ihrer Fachkenntnisse, Ihrer Erfahrungen und Ihrer Entschlossenheit, des menschlichen Genom zu verbessern, ausgewählt. Es ist äußerst wichtig, dass Sie die hier genannten Protokolle exakt befolgen. Die Mission von Vault 75 lautet Aufwertung des menschlichen Genoms. Ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter werden sich am Forschungsplan von Schlett, Braun und Lamp orientieren. Sie werden einem Aufseher mit militärischem Hintergrund zusammenarbeiten. Ihr Aufseher hat die Aufgabe, die Bevölkerung, mit der sie arbeiten, auszubilden und zu unterhalten. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass sie ein gutes Arbeitsverhältnis mit ihrem Aufseher pflegen. Okay. Zusammenfassung des Experiments. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Vault 75 bietet die einmalige Gelegenheit, unsere Hypothese zu testen, laut der sich das menschliche Genom durch gezielte Paarung, Hormonbehandlungen, Gentechnik und einen beschleunigten Generationszyklus deutlich rascher verbessern lässt. Oh mein Gott. Die experimentellen Ziele von Vault 75 werden in den Handbüchern dargelegt, die Sie bereits erhalten haben. Dieses Experiment ist darauf ausgelegt, über mehrere Generationen durchgeführt zu werden. Daher können sich unerwartete Forschungsmöglichkeiten ergeben. Solche Abweichungen vom Forschungsprotokoll sind mit Genehmigung des Chefwissenschaftlers gestattet. V. Schlett, E. Lamp und S. Brown. Ersatz für Mitarbeiter. Da es sich bei Vault 75 um ein lang angelegtes Experiment in einer abgeschlossenen Umgebung handelt, wird es erforderlich sein, von Zeit zu Zeit Ersatz für Mitarbeiter zu schaffen. Dies geschieht über die Anwerbung bestimmter ausgewählter Subjekte. Wir gehen davon aus, dass ein bestimmter Anteil der Bevölkerung über hohe Intelligenz, aber unzureichender physische Eigenschaften für die Genentnahme verfügt. Diesen Subjekten kann nach Ermessen des Aufsehers und des Chefwissenschaftlers eine Stelle als Mitarbeiter angeboten werden. Verweigern Subjekte die Mitarbeit, sollten sie ebenso entsorgt werden wie unbrauchbare Subjekte. Wo wurden die denn entsorgt? Wurden die zur Oberfläche gebracht oder was? Bitte beachten Sie, dass intern angeworbene Mitarbeiter für mindestens 15 Jahre streng von der allgemeinen Bevölkerung getrennt werden müssen, um zu verhindern, dass Teile der Bevölkerung unter den Mitarbeitern ehemalige Bewohner erkennen. Nur äußerst vertrauenswürdige und fähige Mitarbeiter sollten Zugang zu Genomiklabor erhalten. Es liegt in der Verantwortung des Chefwissenschaftlers, diese Mitarbeiter sorgfältig auszuwählen
und sicherzustellen, dass sie ausreichend für ihre Aufgaben ausgebildet wurden. Ja gut, das haben wir ja schon mitbekommen. Genentnahmeprotokoll. Subjekte im Alter von 18 Jahren, die eine zusammengefasste Wertung von ausgezeichnet oder überragend in den physischen, geistigen und sozialen Eigenschaften erzielt haben, müssen ins Genomiklabor gebracht werden. Weitere Schritte sollten auf individueller Basis mit äußerster Vorsicht erfolgen. Denken Sie daran, dass diese Subjekte vermutlich in der Lage sein werden, Mitarbeiter zu überwältigen. Erklären Sie dem Subjekt, dass einige Impfungen erforderlich sind, vermeiden Sie, weiteren Verdacht zu erregen. Für jedes Subjekt sollte eine Akte vorhanden sein, in der dargelegt wird, welche Organe für weitere Tests aufbewahrt werden müssen. Vergewissern Sie sich, dass diese Anweisungen exakt eingehalten werden. Die Proben rasch eingelagert werden. Also ich frage mich, was die mit diesen Proben jetzt genau vorhatten. Genomikberichte, da bin ich jetzt mal gespannt. Zeige Aufzeichnungen für letzten Abschluss an Berichten aufbereiteter von Chefwissenschaftler Gibson. Tage bis zum nächsten Abschluss. Minus 999, blablabla. Genomspender. Die Gesamtausbeute dieses Jahr war außergewöhnlich. Viele überragende Bewertungen im physischen Bereich. Unsere Programme für die lebenswichtigen Organe zahlen sich jetzt aus. Die Schmerzgrenze ist bereits seit einigen Jahren kein Problem mehr. Und jetzt kommen wir langsam an den Punkt, an dem auch Dinge wie ein Herzstillstand aufgrund von Stress kein Hindernis mehr darstellt. Das genetische Material aus diesem Jahre sollte dafür sorgen, dass die nächsten Generationen die Ziele erreichen, die wir uns erst für die nächsten 10 Jahre gesetzt hatten. Gewaltbereitschaft ist ein gewisses Problem. Wir hatten über die Jahre einige Fälle von physischen Störungen aufgrund von Stress, aber die Häufigkeit in dieser Gruppe ist deutlich höher. Ich werde empfehlen, dass wir neue Beruhigungsmittel herstellen, nur für alle Fälle. Die Nahrung ist bei der Bevölkerung noch immer die beste Möglichkeit zur Verabreichung. Dennoch sollten auch hier neue Möglichkeiten mit dem Forschungsteam ausgelotet werden. Ja, Gewalt hat sich dann... Es geht, glaube ich, Hand in Hand mit den Forschungen, die sie hier betrieben haben. Rekrutierung. Wir brauchen dieses Jahr nur einen Ersatz für das Wissenschaftsteam. Jetzt, da Washington zum Genetikteam stößt und mich hier oben unterstützt, die physische Bewertung des Objekts waren sehr schlecht, aber er hat sich kontinuierlich durch gute Problemlösungsansätze und kritisches Denken ausgezeichnet. Der Aufseher ist etwas besorgt, wegen der Bindung des Objekts zu einigen jüngeren Mitgliedern der Bevölkerung. Ich mache mir da aber keine Gedanken. Sein physiologisches Profil zeigt, dass er sehr leicht zu beeinflussen ist. Wir behalten ihn einfach so lange auf Beobachtungsposten, bis die, zu denen er Beziehungen unterhalten hat, durch Abschluss nicht mehr Teil der Bevölkerung sind. So haben wir genug Zeit, ihn ohne Probleme an die Protokolle des Experiments heranzuführen. Bis dahin darf er nichts weiter erfahren. So. Entsorgt. Wir hatten dank der guten Entnahmerate dieses Jahr nur sehr wenig Schwund durch Entsorgung. Gerade einmal 74% der Abschlussklasse. Die Einäscherung werden noch diese Woche abgeschlossen sein. Eine gute erste Aufgabe für Washington, bevor wir mit der richtigen Arbeit beginnen. Wow. Sehr wenig Schwund. 74% dennoch. Alter Falter. Da wurde aber echt... Boah. Aufzeichnungen. Fehler. Archiv beschädigt. Bitte nutzen Sie die Kopien... Erneut manuelle Eingabe empfohlen. Also es wurden hier definitiv Genversuche durchgeführt und dem können wir oder müssen wir uns wohl. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass wir hier noch irgendwo einen so ein Genom am Ende treffen werden. Die Frage ist, entstanden durch sowas die Supermutanten?
zum Beispiel. Es wäre ja nicht ganz unwahrscheinlich. Und hier nochmal zwei Stimpaks. Jetzt haben wir reichlich Stimpaks, glaube ich, mittlerweile. Ich könnte ja gerade mal eben kurz, hoppala. Da wollte ich gar nicht hin, ich wollte hier hin. So. Dann gehen wir mal hier hinten weiter. Und es geht weiter nach oben. Und wir landen beim Gunner-Kommandant. Aua. Wow, wow, wow. Okay, der wäre erledigt. Jetzt mal eben kurz einpacken und dann haben wir da den Kommandanten und der hat eine ganz interessante Waffe, so wie es scheint. Verabschiede dich von der Welt. Herr Kommandant, was haben wir denn da? Was schießt der denn da? Die soll es egal sein. Hauptsache, er ist erledigt. Aua, heiß. Aua, 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 aua. Wo kommen denn die ganzen Mollos her? Bist du die Piper oder was? Eine Plasmakartusche. Okay, eine Plasmapistole. Große Babyflasche. Wieso hat der eine große Play-Babyflasche dabei? Willst du mich verarschen? Gut, ein ganz anderes können wir hier lassen. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Da haben wir den Plan vom Vault. Ja. Und da haben wir das Terminal des Aufsehers. Da haben wir eine Kaffeetasse, einen Ordner. Und hier saß dann der Aufseher also. Na, dann lesen wir doch mal den Kram. Betriebskotobol Handbuch. Aufnahme von Bewohnern. Oje. Den Vault abgeschlossen. Nur für Aufseher. Personalbetreuer sind für die Zulassung von Bewohnern und die Einhaltung des Hygienevorschriften von Scans zuständig. Das Forschungspersonal ist angewiesen, bei Bedarf zu helfen, darf aber darüber hinaus seinen Flügel nicht verlassen. Personen ab 17 Jahren werden isoliert von Sicherheitsleiter beseitigt. Kinder unter 17 Jahren werden direkt in das Atrium gebracht. Als Aufseher ist es ihre Pflicht, die Kinder den Betreuungsrobotern vorzustellen und ihnen die Schlafkammern zu zeigen. Das Forschungsprogramm beginnt erst ab der zweiten Woche nach der Schließung des Walls. Es wird empfohlen, selbst am abendlichen Geschichtenerzählen teilzunehmen. Familienplanung. Vault 75 wurde in der Gemeinde Molden errichtet und allen Familien mit Kindern im Alter von 5 bis 16 ein subventionierter Platz im Vault angeboten. Das sollte im Falle eines Krisenereignisses die Zahl der Bewohner deutlich erhöhen. Sollte es erforderlich werden, sind mögliche Subjekte bei ihren Familien im Schottbereich zu belassen, statt Erwachsenen zu erlauben, Subjekte ins Atrium zu begleiten. Diese Subjekte werden nicht in die allgemeine Bevölkerung eingegliedert. Zu Beginn der Inszenierung mit gewissen Problemen zu rechnen, bitte halten Sie sich an Voltex Kinderbetreuungszuspruchsprotokolle VTOEG Abschnitt 127.1, falls Sie Schwierigkeiten haben sollten. Na dann. Mitarbeiterpflichten. Personal und Sicherheitskräfte wurden Vault 75 zugeteilt und haben die Standardinstruktionen gemäß unserem Betriebshandbuch erhalten. Das Forschungspersonal hat in seinem Flügel zu bleiben. Nur in Ausnahmefällen ist der Kontakt zu Bewohnern gestattet. Neues Forschungspersonal kann jährlich in Ermessen des Aufsehers aus der Vault-Bevölkerung bestimmt werden. Die Bewohner sind darüber zu informieren, dass die ausgewählten Personen den Vault verlassen haben. Na gut, Aufseher-Richtlinien. Erstens, Bewohner ab 18 Jahren müssen jährlich aus der allgemeinen Bevölkerung entfernt werden. Zweitens, Bewohner mit hohen genetischen Veranlagungen werden zu Genomernte und Reintegrierung verschont. Okay. Drei, Bewohner mit durchschnittlichen genetischen Veranlagungen, aber mit hoher Intelligenz und Fügsamkeit werden im Ermessen des Aufsehers in das Forschungspersonal übernommen. Alle weiteren Bewohner erwartet die Liquidierung. Boah. Heftig. 5.
Das Forschungspersonal ist für die Züchtung von Embryonen verantwortlich, um die Bewohnerzahl auf einem gleichbleibenden Niveau zu halten. Sechstens, Vault 75 bleibt versiegelt, bis eine Entwarnungsnachricht von Vault-Tec empfangen wird. Jährliches Übergangsprotokoll. Ein Jahr nach der Überbringung müssen Kinder im Alter von 18 Jahren aus der Bevölkerung entfernt werden. Dies geschieht jährlich zu einem Zeitpunkt, den der Aufseher und der Chefwissenschaftler festlegen. Es wird empfohlen, diesen Abschluss als wichtige Tradition im Vault 75 zu inszenieren. Entsprechende Feierlichkeiten sollten am Aufseherstab erdacht und veranstaltet werden, wobei die Subjekte einzeln aus dem Wohnbereich entfernt werden. Danach werden Subjekte mit einer zusammengefassten Bewertung von ausgezeichnet oder überragend zur weiteren Bearbeitung ins Genomiklabor gebracht. Subjekte mit Intellektbewertungen, aber nicht zusammengefassten Bewertungen von ausgezeichnet oder überragend, erhalten nach Ermessen des Aufsehers und Chefwissenschaftlers Positionen im Stab. Alle anderen Subjekte werden entsorgt, wie im vertraulich Operationspaket beschrieben. Alter, naja. Aufseher-Logbuch. Neues Forschungspersonal. Mache mir Gedanken über den Neuen in der Forschungsabteilung. Er soll einfach Überwachungsausgaben übernehmen und genau beobachtet werden, bis die Subjekte aus der Bevölkerung, die er kennt, bearbeitet wurden. Ich weiß, dass wir das schon viele, viele Male gemacht haben, aber irgendwie habe ich hier ein ungutes Gefühl. Ich hätte mich vielleicht nicht dazu überreden lassen sollen. Unzureichende Kinderbetreuung. Wir haben ein Problem mit der Kapazität bei der Kinderbetreuung. Die In-vitro-Fertilisation läuft auf Hochtouren, aber die Bevölkerung zu vergrößern wird problematisch werden. Ich würde gerne bis zum nächsten Übergang warten. Muss das mal mit dem Chefwissenschaftler besprechen. Feuer im Archiv. Verdammt! Irgendein Problem mit den Kabeln hat ein Brand im Archiv ausgelöst. Wir haben einige Geräte verloren, die schwer oder gar nicht zu reparieren sein werden. Die Forschungsabteilung hat viele der alten Daten verloren. Allerdings können wir hier wohl ein paar Neulinge dran setzen, Abschriften anzufertigen. Ein paar der Sperrmechanismen haben versagt, nachdem sich das Feuer ausgebreitet hatte. Bedenklich, aber letzten Endes doch vorteilhaft. Das Forschungspersonal ist rein und hat das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht. Hätten die Sperren nicht versagt, hätte entweder ich oder einer meiner Forschungsleiter die Türen von Hand öffnen müssen. Okay, also nichts sonderlich Besonderes bis hierhin. Status Vault 75. Vault-Status unbekannt. Bitte beachten Sie folgende Angaben. Genomkonvertierung online. Forschung, Fehler, kein Rückruf. Generatoren online, nominal. Bewohnerplätze frei, 100%. Forschungsplätze frei, 100%. Ja, das ist jetzt nicht gerade überraschend. Dann haben wir die Türfernsteuerung. Türe öffnen. Das ist diese Tür, aber da war noch was anderes. Wir haben noch ein Safe hier irgendwo. Safe-Steuerung. Schloss deaktivieren. Ich habe jetzt keine Ahnung, um welchem Safe es sich handelt. Da. Sehr schön. Aber was befindet sich hinter dieser Türe, frage ich mich. Es muss ja das Zuhause des Leiters sein. Ja. Du hast eine Ausgabe von Gognak der Barbar gefunden. Kritische Treffer bei Waffenlosen und Nahkampfangriffen verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden. Hervorragend. Und dann haben wir auch noch den Kram gefunden und jetzt sind wir schon wieder überladen. Na, ganz toll. Schmeißen wir mal eben ganz kurz irgendwas raus. Kleidung vielleicht. Gewicht 3 Kilo. Hier raus. Raus. So, und schon haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Ja, ich würde sagen, das war der Vault. Ich glaube, mehr haben wir nicht. Wir haben alle Informationen bekommen, was hier abgelaufen ist. Und mehr gibt es nicht. Schade eigentlich, dass es doch jetzt schon vorbei ist. Wo geht's hier denn hin? Ah, guck mal einer an. Hier sind wir jetzt.
Hier waren wir ja noch gar nicht. Hier haben wir noch einen zum Plündern. Und das werden wir natürlich auch tun. Da sind wir jetzt auf der anderen Seite. Schauen wir mal eben ganz kurz. Und hier waren wir. Ja, wunderbar. Hätten wir alles das auch geklärt. Aber mehr gibt es jetzt leider nicht. Kann man das Bild hier mitnehmen eigentlich? Nee. Schade. Tja. Da wurden in diesem Vault mehr oder weniger Genprojekte gemacht mit den Kindern. Und diese Kinder zu, in Anführungsstrichen, Kampfmaschinen gezüchtet. Naja, jetzt nicht gerade die geilste Aktion. Aber nun gut. Haben wir das alles erfahren? Und damit können wir diesen Vault verlassen. Das ist doch wunderbar. Also es war doch schön, was wir hier alles erfahren haben, was wir hier erlebt haben. Und damit geht es zurück an die Oberfläche. Und dann können wir endlich weiter unser Paket abliefern. Und ja, da wir das hier geschafft haben und am Ausgang uns befinden, würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge schauen wir dann mal, dass wir weiter in Richtung des Ziels für unser Paket kommen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann wieder hier bei Fallout 4.